Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 19, das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten, Hessisches Corona-Hilfegesetz 20/4213. Hierzu gibt es einen Änderungsantrag der Freien Demokraten, den wir mit aufrufen, 20/4209. Ich darf als erstem Redner erteilen das Wort dem Kollegen Moment 19. Das ist ja Berichterstattung Dr. Naas. Ja, genau, Herr Dr. Naas. Ich dachte, der Kollege Decker macht Berichterstattung. Nein, das ist der Dr. Naas. Macht der Dr. Naas Berichterstattung? Ja, ich habe auch Papier. Moment mal. Ja. Ja. Ist es das, das? Nee. Nee, nimm doch das mal. Nee, warte mal. Was ist denn die Beschlussempfehlung? Was haben wir denn? Das ist 42.09. Ist das da dran? Nee, freihändig. Habt ihr mal zwei, Frau Schoss, übergeben Sie mal die. Hier ist sie doch, die Berichterstattung. Wir brauchen noch mal bitte einen Bericht. Ja, danke schön. Danke schön. Lieber Herr Kaufmann, selten war ich Ihnen so dankbar. Ja, wunderbar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich berichte aus dem Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen. Er hat am 2. Dezember getagt und hat folgende Beschlussempfehlung ausgesprochen. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in dritter Lesung abzulehnen. Das ist mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90, die Grünen und AfD gegen Freie Demokraten, die Linke bei Stimmenthaltung der SPD so erfolgt. Und jetzt möchte ich noch aufklären, warum es da HFA war, weil das der federführende Ausschuss war. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank an Herrn Dr. Naas und an Herrn Kollegen Kaufmann für die gemeinsame Berichterstattung sozusagen. Ich darf als erstem Redner erteilen das Wort dem Kollegen Wolfgang Decker für die Fraktion der SPD. 19. Also wenn der Kollege Decker nicht will, würde ich Herrn Kaufmann. Kollege Decker, kommt doch, alles klar. Herr Kaufmann, würden Sie ihm Ihre Rede überlassen? Nein. Gut. Also, Kollege Decker, das Pult ist jetzt sauber und sogar getrocknet. Bitte. Na gut, meine Damen und Herren, also erstens musste ich meine Lesebrille aufziehen. Die habe ich nicht gleich gefunden, aber sie. Man wird älter, ja. Und die Arme sind nicht mehr lang genug. Ja, vielen Dank, die Maske muss man abziehen. Und zweitens hatte ich mich gewundert, dass nicht die FDP zuerst das Wort kriegt. Aber das ist jetzt egal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Präsident, es ist ja bekannt im Haus, dass wir schon immer der Meinung waren, dass das Land etwas für die Solo-Selbstständigen tun muss. Andere Bundesländer tun das, obwohl gelegentlich Gegenteiliges behauptet wird an der Stelle. Also insofern sehen wir schon, dass der Gesetzentwurf der FDP durchaus in die richtige Richtung geht. Wir sehen aber noch einige Unklarheiten, die auch in der Anhörung oder dem jetzt noch nachgereichten Änderungsantrag der FDP nicht wirklich ausreichend ausgeräumt werden konnten. Und das gilt insbesondere für die Verrechnung der Hilfen mit anderen Leistungen. Daher werden wir uns an der Stelle auch hier in beiden Fällen enthalten. Ich verweise dazu auch gerne noch einmal auf den Kollegen Marius Weiß, der dazu ausführlich Stellung genommen hat im Haushaltsausschuss. Aber, meine Damen und Herren, ich will an der Stelle mal betonen, dass wir uns sehr freuen, dass zumindest auf Bundesebene jetzt nachgesteuert wird. Und da will ich mal zwei, drei Punkte exemplarisch nennen. Das ist zum einen die Überbrückungshilfe 3. Die zum Beispiel Verbesserungen für die Soloselbstständigen bringen soll. Das war überfällig. Darauf haben wir mehrfach hingewiesen. Es ist gut, dass der Bund an der Stelle nachsteuert. Um die besser zu unterstützen zu können, wird die bisherige Erstattung von Fixkosten um eine einmalige Betriebskostenpauschale ergänzt. Und die sogenannte Neustarthilfe gibt es. Damit können dann Soloselbstständige, die keine sonstigen Fixkosten geltend machen können, aber dennoch hohe Umsatzeinbrüche hinnehmen mussten, einmalig 25% des Umsatzes im Vergleichszeitraum erhalten, maximal bis zu 5.000 € als Einmalzahlung. Die Neustarthilfe muss nicht auf Leistungen der Grundsicherung angerechnet werden. Und das war uns ganz besonders wichtig, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Zweiter Punkt. Auch der schwer getroffenen, zweifellos schwer getroffenen Kultur- und Veranstaltungsbranche soll jetzt umfassend geholfen werden. Das heißt also, Unternehmen der Veranstaltungs- und Kulturbranche sollen nicht auf Vorbereitungskosten sitzen bleiben, wenn Veranstaltungen Corona-bedingt ausfallen mussten. Sie können deshalb im Rahmen der Überbrückungshilfe 3 rückwirkend für den Zeitraum März bis Dezember 2020 zusätzlich zu den übrigen förderfähigen Kosten auch ihre Ausfall- und Vorbereitungskosten geltend machen. Dabei sind sowohl interne projektbezogene, das heißt zum Beispiel Personalaufwendungen, als auch externe Kosten, zum Beispiel für Aufwendungen für Dritte, also wenn Sie einen Grafiker oder irgendjemand anderen dazu beiziehen mussten, förderfähig sein. Und diese speziellen Kosten der vergangenen Monate werden dabei bis zu 200.000 Euro je Monat der Periode März bis Dezember 2020 nicht auf die sonst gültigen Förderhöchstgrenzen angerechnet. Auch das ist ein sehr hilfreicher und positiver Punkt, den ich nicht unerwähnt lassen möchte. Und drittens, es soll darüber hinaus außerhalb der Überbrückungshilfe 3 ein Sonderfonds Kulturveranstaltungen geschaffen werden, der einen Wirtschaftlichkeitsbonus für Corona-bedingt niedrig frequentierte Kulturveranstaltungen wie Konzerte, Festivals und Theateraufführungen vorsehen soll. Und davon sollen auch insbesondere sogenannte Hybrid-Kulturveranstaltungen profitieren, die sowohl in Präsenzform als auch online angeboten werden. Und wir wollen außerdem aufgrund der langen Vorlaufzeiten der Planung Sicherheit geben, dass es wieder losgehen kann. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal, auch mit Blick darauf, dass die Kulturwirtschaft und die gesamte Veranstaltungsbranche nicht erlahmen darf. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt neben vielen anderen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen soll im Rahmen des Sonderfonds eine Art Ausfallversicherung für Kulturveranstaltungen geben, die für die Zeit ab Sommer 2021 zwar geplant werden, aber dann später entgegen der Planung Corona-bedingt eventuell doch wieder abgesagt werden müssen. Ein ganz wichtiges Instrument, um dort wieder auf die Beine zu helfen, um auch wirklich dafür zu sorgen, dass diese Branche nicht, ich sage es mal salopp, vollständig den Bach runtergeht, meine Damen und Herren. Und zu diesem Sonderfonds werden derzeit die Details erarbeitet. Sie werden das im Rahmen des Konjunkturpaketes aufgelegte Programm Neustart Kultur ergänzen, mit dem bereits 1 Milliarde für den Kulturbereich zur Verfügung gestellt werden, auch wenn es manche Teile des Hauses nicht hören wollen. Ich bin Olaf Scholz, wir sind Olaf Scholz sehr dankbar, dass er auch da wieder der Motor des Geschehens war. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, das waren jetzt alles die hilfreichen ergänzenden Leistungen des Bundes. Ich will an der Stelle aber auch noch einmal klarstellen, dass wir gleichwohl wollen und dürfen wir die Landesregierung nicht aus der Pflicht entlassen, meine Kolleginnen und Kollegen, aus eigenen Landesmitteln im Haushalt 2021 ergänzende Hilfen für angeschlagene Branchen aufzuwenden. Da werden wir nachhaken an der Stelle. Und, auch ich will Sie durchaus hier noch einmal nennen, welche Branchen es sind. Wir haben sie schon oft debattiert, aber man kann es nicht oft genug erwähnen, weil die immer noch in dem Schlamassel drin hängen. Neben den Soloselbstständigen und der Kunst- und Kulturbranche, ich habe beides eben genannt, sind dies vor allem die Reisebranche, einschließlich der Omnibusunternehmen. Es sind die Schausteller, meine Damen und Herren, und nach wie vor auch immer noch weite Teile der Gastronomie und des Hotelgewerbes. Aber darüber werden wir dann auch ausführlich debattieren im Zuge der Haushaltsberatungen zum Haushaltsplanentwurf 2021. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Kollege Decker. Nächster Redner ist der Kollege Frank-Peter Kaufmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und Herr Kaufmann, ich würde Ihnen auch gleich wieder dann dem Kollegen Dr. Naas überlassen, Beschlussempfehlung und Bericht für Ihre Akten wieder zurückgeben. Bitte schön. Sie haben das Wort, Herr Kollege. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Kollege Decker, erst einmal ein herzliches Dankeschön, dass Sie hier als Sprecher Ihres Kanzlerkandidaten im Prinzip alles Wesentliche zum Inhalt dessen, was für uns auch eine Rolle spielt, hier dargestellt haben, brauche ich dann nicht zu wiederholen. Und Sie sehen daraus nur, dass die Hilfen in dem Bereich von denjenigen jetzt geleistet werden, die richtigerweise sich dafür auch zuständig fühlen und es auch sind. Insoweit gibt es mir Gelegenheit, etwas über das Gesetz zu reden. Und da haben wir ja gerade die Verwirrung auch des verehrten Kollegen Dr. Naas erlebt, der so ein bisschen was durcheinander gebracht hatte. Und ich wundere mich nicht darüber, denn hören Sie sich die Chronologie an.
Der Gesetzentwurf ist vom 28. April dieses Jahres. Die erste Lesung war am 6. Mai, ein Verfahrensbeschluss zur Anhörung im Haushaltsausschuss 20. Mai. Die Anhörung am 26. August und die erste Beratung im Wirtschafts- und Verkehrsausschuss am 16. September ohne Empfehlung. Dann kam ein Änderungsantrag des Antragstellers am 22. September, einen Tag vor dem 23., wo der Haushaltsausschuss sich damit befasst hat. Wir haben es beraten. Dann kam am 1. Oktober die dritte Lesung hier im, nein, dann kam am 1. Oktober die Lesung hier im Haushalts, im Plenum und es wurde eine dritte Lesung beantragt. Die Beratung im Wirtschafts- und Verkehrsausschuss am 28. Oktober erneut ohne Empfehlung. Haushaltsausschuss 4. November von der Tagesordnung auf Wunsch des Antragstellers abgesetzt. Beratung im Haushaltsausschuss am 2. Dezember, da kam die Beschlussempfehlung raus, die Herr Naas leider verschlammt hatte, zum Gesetzentwurf. Vorher hätte eigentlich über 42.09 entschieden werden sollen. Das ist unterblieben, sodass wir heute nicht nur die Schlussabstimmung in dritter Lesung haben, sondern auch noch den Änderungsantrag befassen. Sie merken daraus 14 Teilschritte, eher Trippelschritte über einen Gesetzentwurf. Da sagt eigentlich auch schon etwas aus über die Qualität dieses Entwurfs, nämlich 7 Monate Beratungszeit, 2 Änderungen des Antragstellers und trotz reichlich versammelten juristischen Sachverstands bei der FDP ist er wohl eher misslungen. Die Frage stellt sich nur, ist ob trotz des Sachverstands oder wegen des juristischen Sachverstands in der Fraktion. Auf jeden Fall, verehrter Kollege Naas, als Verkehrspolitiker sollten Sie doch wissen, eine Grundregel für die Autofahrer, wenn es beim Einparken nicht klappt, helfen auch keine Wiederholungsversuche. Deshalb lieber wegfahren. Selbst die Bewunderung der Klientel, Ihrer Klientel, über den flotten Schlitten wird Ihnen dann nicht mehr viel helfen. Ihre Klientel war ja ganz scharf auf dieses Gesetz nach dem Motto Entschädigungen werden für uns, mit denen wird gewunken. Nur die Bewunderung ist, glaube ich, deutlich gesunken, wenn man sich das von Ihnen vorgeführte, über Monate, muss ich sagen, vorgeführte Geschwurbel genauer anguckt. Es gibt halt doch eine Diskrepanz zwischen Wollen und Können. Wir diskutieren das ja hier öfter. Meine Damen und Herren, das Gesetz der FDP ist und bleibt ebenso schlecht wie überflüssig. Weitere Nachbesserungen, das haben wir gerade gehört, helfen da auch nicht. Das gilt besonders natürlich für die Versuche vom Kollegen Naas, der vorgestern hier im Plenum ja auch noch beim Einzelpaar 07 zwar eine Vorab-Propagandarunde für den Gesetzentwurf hier vorgetragen hatte, aber keine Sachargumente brachte. Das Einzige, was hängen geblieben ist dazu, ist Ihre Abneigung, Ablehnung der grünen Soße gegenüber. Wohl, weil Ihnen die Farbe der Kräuter nicht gefällt und insoweit mal wieder ein Fall von Brasilophobie bei der FDP. Es ist griechisch und heißt Grünangst. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden heute den Gesetzentwurf und auch den Änderungsantrag ablehnen. Stattdessen sehe ich jetzt hier zum Abschluss auch mal wieder Anlass, dankbar zu sein, wie besonnen und zugleich zugewandt die Corona-Politik in diesem Land tatsächlich ist. Sie ist gestaltet und verantwortet von der Koalition von CDU und GRÜNEN. Und übrigens wissen Sie ja auch aus dem aktuellen Hessentrend, das sieht eine klare Mehrheit der Menschen in Hessen ganz genauso. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Der nächste Redner ist der Abg. Bernd Vohl für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Die Corona-Maßnahmen haben viele Betriebe ohne eigenes Verschulden, aber wie immer gesagt wird, zum Wohle der gesamten Gesellschaft in tiefe Probleme gestürzt. Nicht wenige Unternehmer sehen ihr Lebenswerk in Gefahr, da sie Mieten und andere fixe Betriebskosten nicht mehr begleichen können. In diesen Fällen braucht es wirklich strukturerhaltende Hilfen. Genau das waren die Soforthilfen und sind nun die Überbrückungshilfen des Bundes.
Erstere hat das Land aufgestockt und an die Unternehmen ausgekehrt. Zugegebenermaßen war die Ausgestaltung nicht perfekt. Um genauer zu sein, waren die Hilfen unserer Meinung nach zu pauschal im Hinblick auf die Betriebsgröße als auch die Befristung. Da hätte man in der Tat einiges besser machen können. Aber den Unternehmen wurde geholfen, und das ist nun einmal das Wichtigste. Die strukturerhaltenen Hilfen sollen die Wirtschaftsunternehmen dazu befähigen, nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen bzw. nach der Corona-Krise genau dort weitermachen zu können, wo sie vor Corona aufgehört haben. Zumindest ist es die Idee, die die AfD, wie Sie wissen, mitgetragen hat und jederzeit auch weiter unterstützen würde. Personal- und Lohnkosten, also auch Gewinnausfälle des Unternehmers, sind hier natürlich weitgehend bzw. explizit ausgeklammert. Ganz anders sieht es aus, wenn wir uns den Gesetzentwurf der Freien Demokraten anschauen. Hier stellt sich die Frage, was Solo-Selbstständige von denjenigen unterscheidet, die zusammengerechnet zuletzt weniger als 12 Monate versicherungspflichtig beschäftigt waren und daher bei Arbeitslosigkeit ebenfalls nur Arbeitslosengeld II erwarten dürfen. Denken wir an den Personalabbau bei Opel. Was rechtfertigt die Bevorzugung eines Künstlers gegenüber einem Opelaner? Oder einem Taxifahrer, einem angestellten Taxifahrer, der momentan am Flughafen steht und tagsüber vielleicht eine einzige Fahrt hat. Er muss Grundsicherung beantragen, um sich und seine Familie nun wirklich weiter durchbringen zu können. Zudem ist es so, dass mit dem sogenannten Kulturpaket durch das Hessische Ministerium der Wissenschaft und Kunst bereits Programme aufgelegt wurden. Auch die Bundesregierung hat diese Gruppe nicht vergessen. Denken Sie an die November, Dezember oder die Neustarthilfe. Aber auch ohne Förderprogramme wird in Deutschland niemand alleine gelassen. Jeder, aber wirklich jeder, erhält das Nötigste, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Uns, der AfD, ist bewusst, dass aufgrund der Corona-Maßnahmen zahlreiche Unternehmen ihre Betriebe erneut ganz oder teilweise schließen müssen. Das ist für die Betroffenen bitter. Hier sollte es sich die Gesellschaft in ihrem eigenen Interesse leisten, die Grundlagen für spätere Wertschöpfung, das heißt die Strukturen, zu erhalten. Wir stehen deshalb zu der Idee, anfallende Betriebskosten zu erstatten. Wenn nun jemand keine oder nur geringfügige Betriebsausgaben hat, gibt es folglich auch nicht die von der FDP angeführte Benachteiligung bei den bestehenden Hilfen gegenüber Unternehmen mit höheren Betriebsausgaben. Eine für alle zufriedenstellende Lösung ist hier nur schwer vorstellbar. Auch wir wollen wirklich zu niemandem Nein sagen. Was wir uns aber in der jetzigen Situation weniger als jemals zuvor leisten können, ist, Gewinnausfälle zu erstatten. Auch wenn die betroffenen Gruppen, immer ihr Kreuz an der richtigen Stelle gemacht haben. Denn wenn dies geschieht, wird schnell der wirklich berechtigte Ruf nach weiteren Sonderprogrammen aus anderen Teilen der Gesellschaft zu hören sein, und die Verschuldung des Landes und auch des Bundes wird letztendlich in untragbare Dimensionen wachsen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Vohl. Nächster Redner ist der Abg. Jan Schalauske für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der vorliegende Gesetzentwurf der FDP ist einer der wenigen Momente und Fälle in diesem Haus, in dem sich die Marktliberalen und die demokratischen Sozialisten ja mal weitgehend einig sind.
Das finde ich interessant, an der Stelle einmal zu bemerken. Und ich denke, bei allen Diskussionen über den formalen Prozess, den der Kollege Kaufmann hier sehr weit ausgeführt hat, sollten wir uns doch einmal dem zugrunde liegenden politischen Problem wieder widmen. Und da will ich noch einmal sagen, es war doch richtig, und auch da gibt es eine weitgehende Einigkeit, dass in der Krise auf allen staatlichen Ebenen Milliarden mobilisiert worden sind, Milliarden in die Hand genommen worden sind, um die Unternehmen vor der Pleite zu bewahren und um Arbeitsplätze und Beschäftigte zu sichern. Aber, und das zeigt doch die Corona-Krise, es bedeutet eben auch massive Einkommensverluste. Die Maßnahmen, die ergriffen worden sind für Solo-Selbstständige, für Kleinselbstständige, für Künstlerinnen und Künstler, für Journalisten, Freiberufler, die an Musikschulen auf Honorarbasis arbeiten, Seminare an der Volkshochschule geben und deren Einnahmen aus ihrer Tätigkeit direkt in die Finanzierung des Lebensunterhaltes fließen. Und da müssen wir feststellen, dass was bisher an Aktivitäten entfaltet wurde, sowohl im Bund, da hat es dann endlich mal ein paar Nachbesserungen gegeben, aber eben auf der Seite des Landes, wo es keinerlei Tätigkeiten in die Richtung und eigene Aktivitäten gegeben hat, diese Maßnahmen reichen nicht aus. Und die Menschen, die ich genannt habe, sind seit 10 Monaten auf Hilfe angewiesen, die ihnen im Rahmen des vorgelegenen Gesetzesentwurfs durchaus hätte gewährt werden können. Und deswegen war es richtig, dass die FDP einen solchen Gesetzesentwurf vorgelegt hat. Stattdessen aber werden die Menschen auf die Grundsicherung verwiesen. Und ich sage mal, wenigstens einige von uns hier in diesem Haus wissen, dass die Grundsicherung eben keine angemessene Lebensgrundlage ist, keine Grundlage dafür ist, auskömmlich sein Leben zu finanzieren. Und deswegen ist es wichtig in der Krise, dass, wenn schon der Bund erst nur zögernd handelt, eigentlich das Land hätte einspringen können, ja einspringen müssen, so wie es auch andere Länder vorgemacht haben. Und ist ja auch richtig, wenn man an der einen oder anderen Stelle dann Kritik hat am Vorschlag der FDP. Wir zum Beispiel, das haben wir in den Ausschussberatungen ja deutlich gemacht, würden Hilfen bei Unternehmen natürlich stärker an Bedingungen knüpfen wollen, Einhaltung von Tarifverträgen, Beschäftigungs-, Standortgarantien. Allerdings bei aller Kritik an dem Gesetzentwurf muss man der FDP zugestehen, dass sie weitgehend mehr vorgelegt hat als die schwarz-grüne Landesregierung. Die ist nämlich in diesem Bereich nicht tätig geworden. Denn für die Landesregierung scheinen ja die bisherigen Hilfen ausreichend zu sein. Und da, glaube ich, sind die Rückmeldungen, die auch in der Anhörung gekommen sind, die sprechen da eine andere Sprache. Viele Solo-Selbstständige, viele Kulturschaffenden, die brauchen Hilfe und Unterstützung und finden sich eben in dem Krisenmanagement des Landes nicht wieder. Und auch die jüngsten Nachbesserungen im Bund, die reichen da nicht aus. Ich denke an die Novemberhilfe, die ja gut ist für diejenigen, die dann für den November was geltend machen können. Was ist aber mit den Monaten vorher und was ist die dann durch diese Novemberhilfe eben nicht erfasst sind? Deswegen will ich noch einmal sagen, wir wissen, es gibt keine Mehrheit für den Gesetzentwurf, aber vielleicht hilft ja der Gesetzentwurf dann noch einmal der Landesregierung auch ein bisschen Druck zu machen, sich diese Probleme anzunehmen. Ich will zum Abschluss noch 2 Punkte vielleicht benennen. Einen Vorwurf, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, müssen Sie sich dann aber doch gefallen lassen. Ja, einen freundlichen Vorwurf. Ach, Herr Hahn, Sie können so gut austeilen. Ich weiß noch, wie Sie letztes Jahr hier vor Weihnachten ausgeteilt haben. Da können Sie sich mal einen kleinen Vorwurf zu Ihrem Gesetzentwurf anhören. Das können wir später noch einmal klären, wie Sie hier letztes Jahr zu Weihnachten aufgetreten ist. Das ist mir bis heute noch sehr unangenehm in Erinnerung. Aber wir kommen jetzt wieder zurück. Wir kommen jetzt wieder zurück zum Gesetzentwurf. Es ist ja schön, wenn in der Krise die freien Liberalen endlich merken, dass eben die unsichtbare Hand des Marktes nicht alle Probleme löst. Aber schön wäre es, wenn Sie dann auch noch erklären, wie Sie die umfangreichen öffentlichen Hilfen dann auch bezahlen wollen. Weil nämlich bei der Sorge, bei dem Engagement für ein gerechtes Steuerwesen sind Sie ja leider ein Totalausfall. Und eines haben wir in der Debatte auch gelernt. Der Kollege Kaufmann scheint in einer anderen Funktion durch die Übernahme der griechischen Flughäfen durch Fraport auch seine Sprachkenntnisse erweitert zu haben. Das ist eine interessante
eine interessante Erkenntnis. Da gibt es ja, da gibt's aber auch Vielen Dank, Herr Kollege Schalauske. Staatsminister Boddenberg und Herr Schalauske streiten sich noch, ob es altgriechisch war oder neugriechisch. Aber es wird irgendwo in der Mitte liegen. So, jetzt haben wir Herrn Dr. Naas, Fraktion der FDP. Müssen wir auch noch prüfen. Freier Liberaler, ja. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben jetzt alle Konstellationen durch und alle Konstellationen hier gesehen. Ich fange mal mit der ersten Konstellation an. Das war der Kollege Vöhl. Der hat weder das Problem verstanden noch den Entwurf gelesen. Anders kann ich mir die Ausführungen nicht erklären. War so ein bisschen allgemeinphilosophisch, was man alles sozialpolitisch könnte und ordnungspolitisch müsste, aber hat nicht wirklich zum Entwurf gesprochen. Dann kam der Kollege Decker, der hat in der Tat das Problem verstanden, aber hat den Entwurf nicht gelesen, weil er nämlich dazu gar nichts gesagt hat, außer dass es ihm zu kompliziert ist mit den Anrechnungen und den vielen Änderungen, die wir da vorgenommen haben im Laufe des Verfahrens. Und dann kam der Kollege Kaufmann von den Grünen, ich schätze ja besonders, in der Tat, ich werde mir das nächste Mal überlegen, ob ich noch mal ein Blatt Papier von Ihnen nehme, weil ich mir das dann 3 Minuten später gleich als Argument anhören muss, dass ich es genommen hätte, für fehlende Professionalität. Finde ich sehr, sehr kollegial. Aber Sie haben in der Tat das Problem verstanden und Sie haben auch den Entwurf gelesen. Nur dann ist Ihnen kein Argument mehr dagegen eingefallen, weil anders kann ich mir das Formale, was Sie hier vorgetragen haben, diese Protokollexzerpte überhaupt nicht verstehen und erklären. Um was ging es denn da eigentlich bei Ihnen? Dieser Entwurf ist über fünf Monate alt. Und in diesen 5 Monaten hat es eine Entwicklung gegeben. Und ich glaube, das ist etwas Gutes für unser Land gewesen, dass es diese Entwicklung gab. Am Anfang gab es den Bund, der Soforthilfen ausgesprochen hat. Und da hat das Land Hessen sich dran gehängt. 9 auf 10.000 weitere Fallgruppe und so weiter. Und da haben wir einen eigenen Vorschlag gemacht. Übrigens waren wir die Einzigen hier im Parlament, das muss ich mal wieder sagen, die hier einen Gesetzesvorschlag gemacht haben. Und ich sage es an dieser Stelle schon mal vorab. Wenn Ihnen irgendwas im Detail nicht gepasst hätte, hätten Sie auch mal einen Änderungsantrag zu unserem Gesetzentwurf machen können oder hätten auf uns mal zugehen können. Da kam nichts, gar nichts kam. Und dass Sie das so lange vorgetragen haben, das hat nur am Ende verkleistert, dass es niemals einen richtigen Austausch darüber gegeben hat, weil niemals Argumente kamen, niemals Argumente vom Wirtschaftsminister kamen. Ich habe ihm ja am Ende fragen müssen, wie denn jetzt seine Auffassung zu dem Gesetzentwurf ist im Ausschuss. Und es ist natürlich ein wirtschaftlich relevanter Entwurf. Und es ist genau so, wie ich es das gestern oder vorgestern war es, glaube ich, gesagt habe, die eigentliche Wirtschaftspolitik findet nicht mehr hier statt, sondern die findet hier statt. Und ich muss Ihnen Lob aussprechen, Herr Boddenberg, Sie waren der Einzige, der mit uns inhaltlich auch mal darüber diskutiert hat. So, und dann haben wir von Ihnen den Hinweis bekommen, ja, mit der Anrechnung hat sich was verschoben, weil es natürlich Kurzarbeitergeld gibt, weil es natürlich jetzt die Überbrückungshilfe 1 und 2 gibt. Und natürlich müssen wir die anrechnen. Es ist die Frage gewesen, ob wir die auf der Schadenshöhe anrechnen oder ob wir sie am Ende abziehen, wie die Soforthilfe, die wir ja schon durchs Land Hessen auch den Einzelnen haben zukommen lassen. So, und da mussten wir natürlich mit dem Änderungsantrag nachhelfen. Das ist völlig in Ordnung. Ich danke Ihnen auch dafür, für den Hinweis. So, und dann ist uns am Ende aufgefallen, das ist natürlich, und da will ich Ihnen mal Ihre eigenen Förderprogramme entgegenhalten, immer noch eine eklatante Lücke gibt bei den Künstlerinnen, bei den Soloselbstständigen, bei der Kreativwirtschaft. Bis heute haben Sie nichts getan. Und da haben wir noch mal einen Änderungsantrag eingebracht, weil wir gesagt haben, das ist eine Gruppe, die in der Tat immer noch, trotz der Überbrückungshilfe 3, trotz der Neustarthilfe, trotz der November- und Dezemberhilfe, immer noch der weiteren Hilfe bedarf. Und deswegen haben wir gesagt, die Fallgruppe, die erste Fallgruppe, die wir ausgesprochen haben, von 10.000 auf 12.000, Sie kennen sich im Detail aus, Herr Kaufmann, als Einziger wohl, die müssen wir erhöhen auf 20.000. Ich finde das nicht mehr als gerecht. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich mir jetzt die Dornschen Programme angucke, Arbeitsstipendien, 23 Millionen eingestellt, bisher abgeflossen 7,3.
Dann der Fonds Spielstätten, eingestellt 9 Millionen, abgeflossen, müde 1,5. Und jetzt die Projektstipendien, eingestellt 9,9, abgeflossen, fast null. Da müssen wir doch was an dieser Stelle tun. Dieser Auffassung sind Sie doch auch. Anders kann ich mir doch das ständige Nachgebessere und Gestoche in dem Thema auch gar nicht erklären. So, und ganz am Ende hätte ich mir mal gewünscht, dass Sie sagen, was jetzt eigentlich falsch ist an diesem Gesetzentwurf. Ich habe dann irgendwann mal zwischen den Zeilen gehört, es würde zu viel Geld kosten. Als wir den eingebracht haben, waren 700, ohne Sondervermögen, ja, das war die Zeit vor dem Sondervermögen, da waren 750 Millionen über. Die waren frei. Und Ihr Sonderhilfeprogramm hat auch noch Kapazitäten. Also wir hätten ruhig auch immer in die Diskussion einsteigen können, sind vielleicht die Grenzen, die wir in dem Gesetz haben, sind die zu hoch oder sind die zu niedrig? Da habe ich manchmal gehört, es würde zu weitgehend sein. Dann habe ich aber auch mal wieder gehört, es wäre zu wenig. Darüber hätten wir doch mal diskutieren können. Sie haben sich auf die Diskussion gar nicht eingelassen. Sie sind wie ein Tanker, wie eine Walze da durchgegangen. Sie haben das Verfahren noch mal vorgelegt, aber Sie haben sich mit unserem Entwurf nicht wirklich beschäftigt. Sie müssen zum Ende kommen, Herr Dr. Naas. Keine Mehrheit heute dafür finden, aber es ist sehr schade, weil Sie die betroffenen Hessinnen und Hessen im Regen stehen lassen. Das ist vielleicht die falsche Landesregierung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Naas. Nächster Redner ist der Kollege Dirk Bamberger für die Fraktion der CDU. Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe kürzlich eine Studie gelesen, dass unter drei Viertel der deutschen Weihnachtsbäumen es an Weihnachten auch mal Stress, Streit und Trappel in der Familie gibt. Und genau diese vorweihnachtliche Stimmung erleben wir hier auch, und die möchte ich auch gerne dann aufnehmen. Ich möchte zunächst einmal auf die Unterstützung aus Berlin, und es wurde ja vorhin angesprochen von Ihnen, sehr geehrter Herr Kollege, eingehen. Da wurde uns vollmundig eine Bazooka versprochen. Wir haben hier sehnsüchtig auf den Wumms gewartet, und in Teilen unserer heimischen Wirtschaft kam ein leises Plopp an. In der Zwischenzeit wurde einiges nachgebessert. Es wurden eine ganze Reihe von Programmen nachgebessert. Und wenn ich mir jetzt überlege, wir hätten den Gesetzentwurf der FDP, wenn wir uns den Verlauf seit der ersten Lesung anschauen und die Nachbesserungen verfolgen, hätten wir ihn damals verabschiedet, hätten wir in der Zwischenzeit ein Gesetz gehabt, was sich bis heute dann als untauglich erwiesen hätte. Weil die Nachbesserungen zeigen ja, dass der Gesetzentwurf schon am Anfang kein guter war. Letztendlich erweist sich der Gesetzentwurf der FDP an dieser Stelle, um den Begriff der Bazooka noch einmal aufzunehmen, als Rohrkrepierer aus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, Teile unserer heimischen Wirtschaft profitieren von den Hilfsprogrammen nicht in dem Rahmen, wie wir uns das von Anfang an gedacht haben und gewünscht haben. Teile unserer Wirtschaft fallen durch verschiedene Raster. Und auch genau an der Stelle haben wir doch angesetzt. Und genau an der Stelle haben viele Programme noch einmal Nachbesserungen erfahren. Wir wissen, dass wir bei den Solo-Selbstständigen immer noch Definitionsprobleme haben. Wir wissen, dass im Kunst- und Kulturbereich einiges noch zu erledigen ist. Aber genau an diesen Themen sind wir doch dran. Tourismus, Gastronomie, Veranstaltungsbranche, das sind alles die ganz Großen, über die wir immer reden. Es gibt aber auch eine ganze Ecke von Wirtschaftsbereichen, die wir in der Diskussion noch nicht berücksichtigt haben. Sie werden vielleicht lachen, dass ausgerechnet ein Mann dieses Thema aufgreift, aber die Nagel- und Kosmetikstudios. Wie viele Damen, in der Regel sind es ja Damen, junge Frauen, die im Nebenerwerb ihr Kosmetik- oder Nagelstudio betreiben und damit ein wichtiges Zusatzeinkommen für die Familie generieren.
die wir hier durchs Raster noch haben fallen lassen. Und auch an diesen Stellen sind wir auch doch dran, Lösungen zu finden und noch nachzubessern. Und wenn wir jetzt noch ein weiteres Programm mit in die Agenda aufnehmen, an dem wir nachbessern und am Ende verschlimmbessern, so wie es hier am Gesetzentwurf doch im Ablauf gut zu erkennen war, dann tun wir uns da wirklich keinen Gefallen. Also wir bleiben bei dem, was wir haben. Das sind gute Programme. Und natürlich, hier und da müssen wir noch weiter daran arbeiten, dass wir all diejenigen, die wir bisher vergessen haben oder nicht so berücksichtigt haben, wie wir es eigentlich wollten, dass wir die auch noch mit abgreifen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine gute Vorweihnachtszeit und kommen Sie gut ins neue Jahr. Alles Gute. Dankeschön, Herr Kollege Bamberger. Für die Landesregierung spricht der Minister der Finanzen, Herr Staatsminister Boddenberg. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Dr. Naas, ich will zunächst einmal eines feststellen. Es wird Ihnen nicht gelingen, einen Keil zu treiben zwischen die unterschiedlichen Zuständigkeiten und Ressorts dieser Landesregierung. Sie müssen sich gar keine Sorge machen. Kollege Al-Wazir und ich arbeiten Hand in Hand und bestens zusammen. Das werden Sie übrigens gerade Anfang nächster Woche wieder sehen, wenn es um aktuelle Programme und Hilfsmaßnahmen der Landesregierung geht. Das sage ich nur deswegen, weil ich glaube, es keinen Sinn macht, in diesem Streit immer wieder in die gleichen Muster zu verfallen und zu versuchen, persönliche Animositäten, was auch immer, zu entdecken und zu kultivieren, damit daraus vielleicht eine Schlagzeile wird eines Tages. Ich sage es deswegen, weil ich finde, wir uns mit der Sache befassen sollen. Und deswegen will ich ausdrücklich sagen, ich konzidiere Ihnen und der FDP, ja, dass Sie einen sehr umfänglichen Vorschlag gemacht haben, den wir im April, glaube ich, bekommen haben, Ende April und im Mai im Landtag diskutiert haben, auch im Ausschuss diskutiert haben, von dem ich immer gesagt habe, der ist ganz schön teuer. Und das wussten Sie auch. Sie haben Berechnungsgrundlagen damals schon gleich mit dem Zusatz versehen. Na ja, so genau wissen wir es nicht, wie teuer es wird. Wir haben mal gerechnet und kamen irgendwie auf 1,5 Milliarden. Ja, ich habe dich schon korrigiert. Ich habe mal 1,9 Milliarden aus dem Finanzministerium bekommen. Und dann habe ich das selber mal ein bisschen runtergerechnet, weil sie es auch nicht schlimmer machen wollten, als es eh schon war, rein was die Wirkung im Haushalt anbelangt. Aber sei es drum. Sie haben es doch eben selber gesagt. Zwischenzeitlich sind viele Monate ins Land gegangen. Und eigentlich wäre es klüger gewesen, wenn wir uns irgendwann einmal auf das konzentriert hätten, auch in den Ausschüssen, sowohl im Wirtschafts- wie im Haushaltsausschuss, was tatsächlich gemeinsamer Kraftanstrengungen bedurft hätte, nämlich beispielsweise in Richtung Bund gemeinsam zu marschieren und vorzutragen, was wir denn für richtig halten. Denn eins halte ich grundsätzlich für richtig, dass nicht jedes Land einen ganzen Strauß und Werkzeugkasten voller Instrumente versucht, für sich zu definieren, um am Ende in einen Länderwettbewerb zu treten, der mir in den letzten 8 Monaten immer wieder begegnet ist. Ja, aber die Niedersachsen haben doch da sowas. Das haben wir dann einmal angeguckt. Da steht irgendwo im Raum Veranstaltungswirtschaft, und die Niedersachsen haben was. Und wenn Sie da genau hinschauen, werden Sie feststellen, ja, die haben einen Nothilfefonds, Größenordnung, glaube ich, 40 Millionen, den wir gerade im Haushaltsausschuss, wie Sie wissen, in Hessen schon genehmigt haben, von dem wir nur gesagt haben, wir schreiben da nicht zwei Branchen rein, weil es vielleicht noch eine dritte oder eine vierte gibt, sodass vieles von dem, was immer wieder vorgetragen wird, längst erledigt ist. Dann sage ich aber auch gleich dazu, glauben Sie bitte ja nicht und schließen Sie daraus nicht, dass ich sage, die Welt ist total in Ordnung und es ist alles perfekt. Überhaupt nicht. Mitnichten, wie sollte es denn auch? Denn neben dem, dass wir ständig mit neuen Programmen zu tun haben, muss man ja mal fragen, warum das so ist. Und da gibt es relativ klare, glasklare Gründe. Wir verändern gerade, darüber haben wir heute Morgen diskutiert, die Situation der Wirtschaft innerhalb weniger Tage dramatisch. Zum einen schließen wir die Hotels und Gaststätten und vieles andere. Und möglicherweise reden wir demnächst noch über ganz anderes. Und das erzeugt jedes Mal unmittelbar Folgen für die Unternehmen, die in diesen Teilen der Wirtschaft tätig sind. Und dann heißt das doch logischerweise und konsequenterweise, dass sie ständig auch die Programme weiterentwickeln müssen. Und bei aller Kritik, Herr Kollege Bamberger, die man ja auch hin und wieder, finde ich, üben sollte, weil nämlich die falschen Begrifflichkeiten und Vokabeln in die Welt gesetzt worden sind, habe ich jedenfalls auch Verständnis dafür, dass es beispielsweise auf Bundesebene gerade so ist, dass man den Eindruck hat, die wissen ja gar nicht, was sie wollen. Das stimmt nicht. Die entwickeln ständig weiter.
von der Überbrückungshilfe I für die Monate August, September, Oktober, die Überbrückungshilfe II+, das war dann noch der November, und auf einmal sind wir bis Dezember, und dann kam der Lockdown, und dann haben wir gesagt, Novemberprogramm, dann haben wir gesagt, der dauert länger, dann kam ein Dezember- und Dezemberhilfeprogramm. Und jetzt reden wir über den Bereich Überbrückungshilfe III bis zum 30. Juni 2021. Ja, das ist so. Das ist unglaublich anstrengend, da ständig auf dem aktuellen Stand zu sein. Und ich sage jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe letzte oder vorletzte Woche eine Telefonschalte auch mit Mitgliedern der Bundesregierung gehabt. Da haben mir einige auch von denen gesagt, so langsam verliert man ein bisschen den Überblick. Und deswegen glaube ich, ist alleine schon das ein weiteres Argument zu sagen, da brauchen wir jetzt nicht noch ein Paket zusätzlich des Landes Hessen initiiert mit der guten Absicht der FDP, dass wir noch ganz viel helfen müssen, aber zu einem Zeitpunkt aus dem April stammend, wo wir A schon Programme hatten und danach, das habe ich eben beschrieben, sich die Welt und die Dinge einfach weiterentwickelt haben. Und deswegen will ich noch einmal ganz kurz etwas sehr Grundsätzliches sagen. Was ist denn die Aufgabe dieser Hilfeprogramme? Die Aufgabe dieser Hilfeprogramme ist, die Betrieben, die in Not geraten sind, ich sage das ganz bewusst mal so, diesen zu helfen. Und da haben wir bei der Soforthilfe Anfang des Jahres gesagt, das muss vor allen Dingen schnell gehen. Und dann waren wir relativ großzügig bei der Bearbeitung der Anträge. Sie kennen die Zahlen, auch diejenigen, die abgelehnt worden sind. Das waren aber nur 10% von 100%. Und mir jedenfalls begegnen Leute, die mir sagen, übrigens vielen Dank für diese Soforthilfe. Wird Ihnen auch so gehen. Habe ich gut gebrauchen können. Und auf meine Frage, oh, so schlecht ging es deinem Unternehmen? Nein, nee, so schlecht ging es dem auch nicht, aber habe ich halt irgendwie auch mitgenommen. Ich sage jetzt keine Namen und will auch nicht tiefer einsteigen, will nur sagen, natürlich haben viele Schwierigkeiten gehabt. Aber dass die zentralen Voraussetzungen, die wir definiert hatten, nämlich A, das Unternehmen muss in einer Schieflage sein und ein Liquiditätsproblem haben, also nicht mehr zahlungsfähig, wenn es noch drei Wochen so weitergeht. Das haben jedenfalls nicht 100% der Antragsteller als Voraussetzung mitgebracht. Trotzdem sage ich, war es sinnvoll und wichtig, diese Unternehmen im Frühjahr mit diesem Geld auszustatten, weil manchen ging es halt danach auch weiter schlecht, jedenfalls deutlich schlechter als im Jahr zuvor. Herr Staatsminister, ich weise nur auf die Redezeit der Fraktionen hin. Trotzdem haben wir damals gesagt, wir sind großzügig in Anführungsstrichen, weil jetzt geht Schnelligkeit vor allen anderen Dingen, nämlich bis zum Schluss noch drei Wochen die Anträge zu prüfen im Einzelfall. Danach darf ich aber, muss man feststellen, bei den Folgeprogrammen muss es dann natürlich anders sein. Und die sind komplizierter geworden in der Antragstellung und in der Umsetzung in IT-Lösungen, in Softwareprogramme, die jeweils bei uns im Regierungspräsidium Gießen oder vorher in Kassel dann auch angewandt werden müssen. Und da hat es hin und wieder halt ein bisschen geklemmt. Und das klemmt gerade noch mit den Abschlägen, wie Sie wissen. Es klemmt gerade noch vor allen Dingen mit den Novemberhilfen, den sogenannten. Da wird es wahrscheinlich so sein, dass wir im Januar erst die endgültigen Abrechnungen werden vornehmen können im RP Gießen. All das will ich ausdrücklich feststellen und einräumen und aber vielleicht auch in Anspruch nehmen, dass in dieser Zeit es jedenfalls so reibungslos und perfekt nicht laufen kann, per se nicht laufen kann, wie wir es alle gerne hätten, ich eingeschlossen. Und deswegen will ich ausdrücklich feststellen, ist jede Initiative, auch die der FDP, sinnvoll und wichtig, dass wir darüber diskutieren. Aber wenn sie denn einfach nicht mehr ins Gesamtgefüge passt, dann sollte man, glaube ich, nicht noch ein weiteres Programm drauflegen. Und deswegen, glaube ich, ist es für Sie verständlich, dass die CDU und Grüne Fraktion mir signalisiert hat, dass sie das ablehnen will, nicht zerreißen will, Herr Kollege Wagner. Das macht man nicht, aber man kann ja auch mit einem anderen Instrument das Votum abgeben. Danke fürs Zuhören. Ja, danke schön, Herr Staatsminister. Wir sind am Ende der Aussprache zum Tagesordnungspunkt 19, dritte Lesung. Und die Abstimmung machen wir nachher im Abstimmungsblock.